Hallo ihr Lieben, heute möchte ich nochmal ein ganz typisches depressives Phänomen unter die Lupe nehmen, nämlich das Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Herzlich willkommen beim Seelenklopfen. Heute geht es um das Thema Hoffnungslosigkeit. Ganz viele Menschen, die in Depressionen sind, haben immer mal wieder mit diesem Phänomen zu tun, dass sie einfach das Gefühl haben, ich komme da nie wieder raus. Und dieses Gefühl kenne ich auch sehr gut und deswegen möchte ich das heute mal so ein bisschen mit euch unter die Lupe nehmen. Hoffnung ist ja so eine positive Erwartungshaltung. Also es ist so das Gefühl, dass man davon ausgeht, dass unangenehme Situationen auch wieder besser werden können. So, und woher kommt das? Das kommt durch Erfahrungen. Also wenn du oft die Erfahrung gemacht hast, dass es irgendwann wieder besser wird, dann hast du allen Grund zur Hoffnung, dass es auch diesmal wieder besser wird. Das heißt im Umkehrschluss, die Hoffnungslosigkeit entsteht dadurch, dass du immer wieder die Erfahrung gemacht hast, dass es sowieso niemals besser wird und dann gibst du innerlich auf und denkst, ja, dann gibt es hier auch überhaupt keine Hoffnung mehr. So. Und ich glaube, dass das auch wiederum mit der Kindheit zusammenhängt und mit dem Thema Selbstwirksamkeit hängt es, glaube ich, auch stark zusammen. Also wenn du in der Kindheit, wenn dir viele schlimme Dinge passiert sind, wo du wirklich abhängig warst. Also wir sind als Kinder ja vollständig, hängt unser Leben ab vom Verhalten von Erwachsenen. Also wirklich viele, viele Jahre, anders als im Tierreich, sind wir da auf die Gunst der Erwachsenen angewiesen. Wir sind absolut abhängig und machen eben leider oft die Erfahrung als Kind, dass wir selber nichts bewirken können. Selbstwirksamkeit ist aber eine ganz wertvolle und wichtige Erfahrung, die man als Kind immer wieder machen muss, um eine gesunde, stabile Psyche zu entwickeln. Also wer oft als Kind die Erfahrung gemacht hat, selber nichts bewirken zu können, der rutscht in diese erlernte Hilflosigkeit. Das ist so ein Begriff aus der Psychologie, wo man eben herausgefunden hat, dass das mit eine Ursache ist für dieses typisch depressive Denken. Ja, also dass ein Gefühl von Hilflosigkeit und von mangelnder Selbstwirksamkeit erlernt wurde in der Kindheit. So. Und das Tückische ist an diesen Opfergefühlen und an diesen Hilflosigkeits- und Hoffnungslosigkeitsgefühlen, ist, dass die sich so real anfühlen. Also in deiner Kindheit war das ja noch real. Da warst du wirklich ein Opfer, wenn dir was angetan wurde, weil du noch klein warst, weil du selber noch nichts für dich tun konntest. Heute ist das aber nicht mehr so. Also Selbstwirksamkeit ist was man auch wieder lernen kann und was man als erwachsener Mensch durchaus auch hat. Ja, das sind nur noch die alten, abgespeicherten Muster, die Glaubenssätze aus der Kindheit, die vielleicht heute immer noch wirken, obwohl es eigentlich schon nicht mehr real ist. Weil du bist durchaus selbstwirksam. Das fühlt sich nur nicht so an. Ja? Also dieses Phänomen, dass es sich so real anfühlt, das ist tatsächlich in beide Richtungen so. Ich kenne das von mir und auch von ganz vielen Menschen, die mir das erzählt haben. Diese typischen Phasenverläufe bei Depressionen, ja, also diese Berge und Täler, die sind ja ganz normal bei Depressionen. Nur, es fühlt sich subjektiv jedes Mal wieder real an. Das heißt, wenn du in einem Tal bist, in einem Tiefpunkt bist, dann hast du wirklich das Gefühl, du kommst da nie wieder raus. Du kannst dir das gar nicht vorstellen, dass du jemals auf so einem Wellenkamm, auf so einem Berg gewesen bist, weil das ist in deiner Vorstellung nicht mehr drin. Andersrum ist es genauso. Wenn du auf einer Höhe bist und du fühlst dich wieder halbwegs wie ein normaler Mensch phasenweise, dann kannst du dir auch nicht mehr vorstellen, dass du jemals wieder in so ein Tal fällst. Und du denkst so, war was? Was habe ich mich eigentlich so angestellt? War doch alles gut. Ja, also beides fühlt sich so real an. Und die Tücke ist dann eben, dass du jedes Mal wieder völlig vor den Kopf geschlagen dich fühlst, wenn du wieder in so ein Tal stürzt. Ja, die Abstürze sind so hart deswegen, weil sich die Täler auch so real anfühlen. So. Das heißt, wenn du immer wieder in diese depressiven Muster zurückfällst, und immer wieder in Täler kommst. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, wo diese Hoffnungslosigkeit entsteht.
Ja, dass du das Gefühl hast, ich kann hier strampeln, wie ich will. Ich kann mich rauskämpfen, wie ich will, aus dieser doofen Depression. Ich falle trotzdem immer wieder zurück. Und dann kann es eben passieren, dass du dann alle Hoffnung aufgibst und denkst, ja, ist nicht zu schaffen, komme ich nicht raus. Haben die Ärzte mir ja sowieso auch gesagt, da kommen sie nicht mehr raus. Und dann, ja, dann hängst du drin in dem Loch. Ich kenne das Gefühl sehr gut. Also für mich hat sich das damals immer so angefühlt wie in so einem Brunnenschacht. Ne? Als ob du in so einem ganz tiefen, dunklen, kalten Brunnen sitzt, da unten im Matsch und im Schmodder und da ganz oben siehst du irgendwo das Licht und die Freiheit. Und du sitzt da unten drin und denkst nur, wie soll ich denn da jemals hochkommen? Und dann bringst du die Kraft auf und du kletterst und du strampelst und es ist kalt, es ist glitschig und du versuchst es mit deiner ganzen Kraft. Und dann bist du auf der Hälfte und denkst, ja, jetzt komme ich heraus und dann rutschst du wieder ab, sitzt wieder unten im Loch und denkst, da komme ich niemals raus. Das ist für mich, so fühlt sich für mich Hoffnungslosigkeit an. Und das Schlimmste ist dann noch, wenn da oben im Licht, wenn da oben jemand steht und fröhlich winkt und sagt, hey, komm doch rauf, geht doch ganz leicht. Ja, also immer diese super Tipps von den Angehörigen oder von anderen Menschen, die noch nie depressiv waren, die sich das nicht vorstellen können. Und du sitzt dann nur so und denkst, so. Ja, das ist für mich so dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit. Und das Ding ist aber, das ist nicht real. Es ist ein Gefühl. Es ist nur ein Gefühl und es basiert auf Gedanken, die du gelernt hast. Ja? Du bist nicht wirklich hilflos und hoffnungslos verloren, sondern man kann an seinen Gedanken was verändern. Ich glaube, es gibt zum Beispiel, es gibt verschiedene Gründe dafür. Das eine ist, dass du diese Wellen und Täler, dass du diesen Phasenverlauf beim Heilungsverlauf nicht so richtig einordnen kannst. Ja? Also, dass du es zum Beispiel fehlinterpretierst. Weil das Ding ist, das ist ganz normal. Der Heilungsverlauf aus der Depression, der verläuft so. Du versuchst es mit aller Kraft und dann stürzt du wieder ab. Wenn du wirklich intensiv an dir arbeitest und Therapie machst und deine Muster veränderst und dich bewusst beobachtest und achtsam bist und wenn du meditierst und all diese Dinge machst, ja, wenn du wirklich in die Veränderung gehst, dann ist das nicht so, dass du wirklich jedes Mal bis ganz unten fällst. Also es fühlt sich nur so an, das ist das Tückische. Es fühlt sich so an, als würdest du jedes Mal bis zum Anfang, bis ganz unten wieder runterfallen in deinen Brunnenschacht. Das stimmt aber nicht. Du fällst jedes Mal ein bisschen höher. Du landest jedes Mal ein bisschen höher. Und wenn du das nicht weißt, dann interpretierst du es möglicherweise falsch. Ja, und du interpretierst dann, ich bin ein Versager und ich kriege das aber auch nicht hin. Und es hat alles keinen Sinn und dann kommt die Hoffnungslosigkeit. Aber interpretiere das doch mal anders. Lobe dich doch mal dafür, für diese Phase, für diese Aufräumphase, wie ich es immer nenne, in der du deine Kraft aufgebracht hast und wieder was gelernt hast und wieder einen Fortschritt gemacht hast. Ich glaube, das Problem ist auch, dass wir unsere Fortschritte nicht sehen können. Ja? Weil wir können die nicht von alleine sehen. Wir müssen uns bewusst aufraffen, hinzugucken zu diesen Fortschritten, die wir gemacht haben schon und was schon viel besser geworden ist. Ja, und wir sind immer so ungeduldig mit uns. Der Heilungsweg aus der Depression ist so lang und schwer, weil der einfach mit einer inneren Transformation deiner Persönlichkeit einhergeht. Ohne das geht's nicht. Ja, und wenn du an dir arbeitest, dann ist das Wichtigste, dass du geduldig bist und dass du liebevoll mit dir bist und dich immer wieder lobst für das, was du geschafft hast. Ja, ich glaube, die Ungeduld ist ein Grund, die Fehlinterpretation, dass du die Fortschritte nicht siehst und dass du in deinem alten Kindheitsmuster noch drin steckst, wo du gelernt hast, dass du selber nichts bewirken kannst. Ich glaube, das sind so die Hauptgründe dafür, wie Hoffnungslosigkeit entsteht in diesen typischen depressiven Tälern. So. Und jetzt ist eben die Sache, die Hilflosigkeit ist erlernt. Und alles, was erlernt wurde, kann auch wieder verlernt werden. Das ist die gute Nachricht daran. Ja, das ist die Grundlage sozusagen in der Verhaltenstherapie. In der Verhaltenstherapie wird davon ausgegangen, dass depressive Gefühle durch ein Verhalten entstehen und durch Gedanken entstehen, die fälschlicherweise erlernt worden sind und die wieder verlernt werden können. Mich erinnert das so an diese Tierversuche, die man in den 50er Jahren noch mit Ratten gemacht hat. Das ist ganz, ganz grausam. Mittlerweile gibt es das zum Glück nicht mehr, dass man Tiere so missbraucht für so Psycho-Versuche. Die haben
Also die haben aber dadurch ganz, ganz viel gelernt für die Psychologie. Die haben herausgefunden, dass diese Hilflosigkeit wirklich erlernt ist. Die hatten also Ratten, also nicht im Labor gezüchtete, sondern wilde Ratten von draußen gefangen sozusagen und haben die in zwei Gruppen eingeteilt und haben die dann in so ein Wasserbecken geworfen, wo sie, also mit hohen Wänden, wo sie irgendwie nicht rausklettern konnten und haben dann die Zeit gemessen, wie lange die Tiere es versuchen und versuchen, bis sie aufgeben. Und das ist echt makaber und zum Glück gibt es das heute nicht mehr sowas. Aber es war hochinteressant. Man hat nämlich die eine Gruppe von Ratten, die hat man genommen und hat die so zwischen den Händen, eine ganze Zeit lang zwischen den Händen gehalten, sodass sie nicht raus konnten. Und die haben dann da irgendwie versucht und kamen aber irgendwie nicht raus. Also man hat denen dadurch beigebracht, vergiss es, du kommst hier sowieso nicht raus. Und mit diesem Gefühl, was sie da gelernt hatten, hat man die dann ins Wasser geschmissen und die Zeit gemessen, wie lange sie es versuchen, herauszukommen. Und die haben so im Schnitt eine Viertelstunde gestrampelt, bis sie aufgegeben haben. Die andere Gruppe, denen man das nicht beigebracht hatte mit der Hilflosigkeit, die haben 60 Stunden gestrampelt. Das muss man sich mal vorstellen. Die Hoffnung, da doch noch rauszukommen, hat bei den normalen Ratten 60 Stunden angehalten. Die armen Tiere, ich tue mir echt leid. Aber man hat da wirklich was gelernt. Und man hat dann auch das Experiment so gemacht, dass man diese Ratten, die gelernt hat, die Hilflosigkeit gelernt hatten, denen hat man das wieder verlernt, indem man sie wieder hat positive Erfahrungen machen lassen, dass sie doch nicht so selbst unwirksam sind, sondern dass sie sich doch retten können. Und hat sie dann erst ins Wasser geschmissen. Und dann waren sie wieder auf dem Stand der ursprünglichen Ratten, die auch 60 Stunden gestrampelt haben. Ja, also so makaber das ist. Aber dadurch können wir unglaublich viel über uns selber lernen. Ja, diese Erfahrungen, die du vielleicht als Kind gemacht hast, dass alles hoffnungslos und sinnlos ist und du nichts tun kannst, die kannst du wieder verlernen. Das ist die gute Nachricht. Also es gibt keinen echten Grund für Hoffnungslosigkeit. Ja? Und es ist nur ein Gefühl. Hoffnungslosigkeit ist ein Gefühl. Und was du jetzt machen kannst, ist zum Beispiel so eine Gedankenstopptechnik. Beobachte dich im Alltag. Erwische dich selber dabei, wenn du solche Gedanken hast. Sowas wie, es ist alles hoffnungslos, es ist alles sinnlos, das hat doch sowieso alles keinen. Und wenn du dich dabei ertappst, dann sagst du Stopp. Und wenn es dann deine Stoppsätze an, zum Beispiel, ist der Gedanke wahr? Kann ich mir zu 100% sicher sein, dass dieser Gedanke wahr ist? Nein, kannst du nicht. Du kannst nämlich nicht in die Zukunft gucken. Du hast keine Glaskugel, wo du reingucken kannst und siehst, dass alles so bleiben wird. Es ist nur ein Gedanke und den kannst du verändern. Und den veränderst du, indem du ihn dir bewusst machst, im Alltag, immer wieder. Stopp, ist der Gedanke wahr? Ist der Gedanke hilfreich? Ist es jetzt hilfreich zu sagen, es wird niemals wieder besser? Nein, ist nicht hilfreich, weil dann manifestierst du dir das. Ja? Also veränder den Gedanken, so wie du ihn haben willst. Indem du dir die Hoffnungslosigkeit abtrainierst und sage dir immer, was wenn doch? Was, wenn es doch Hoffnung gibt? Was, wenn selbst ich hier rauskomme? Haben andere auch schon geschafft. Ja? Also, das ist eine Möglichkeit, wie du mit deiner Hoffnungslosigkeit umgehen kannst. Und wenn ich so überlege, wie ich das geschafft habe, aus diesem Brunnengefühl wieder rauszukommen, ich glaube, ich habe auch so ein bisschen die Wut in mir genutzt, die anderen bei mir ausgelöst haben. Also wenn irgendwelche Angehörigen oder irgendwelche fremden Menschen mit ihren super Tipps kommen und denken, wieso, ist doch kein Problem, kann man doch einfach rauskommen. Und du sitzt in deinem Brunnen und musst da Meter hoch und eine glitschige Wand hochklettern und denkst so, das ist ein Gefühl, was du für dich nutzen kannst. Also ich glaube, dass dieser Moment ein ganz entscheidender Punkt ist in deinem therapeutischen Prozess, wo sich wirklich die Spreu vom Weizen trennt, wo klar wird, wer es schafft, da rauszuklettern und wer nicht. Es schaffen diejenigen, die sich all diese Dinge bewusst machen und die das üben und trainieren und die diese Wut als Antriebsfeder nutzen. Diese Wut und Verzweiflung, dass du jetzt wieder runtergefallen bist in deine blöde depressive Tiefphase. Die Wut und Verzweiflung kannst du nutzen als Sprungbrett, indem du dadurch die Kraft aufbringst, die Ärmel hochzukrempeln und zu klettern. In dem Sinne,
dass du konstruktiv und liebevoll mit Begleitung an dir arbeitest. Jeden Tag. Jeden Tag. Ja? Und dann schaffst du das. Hinsetzen und Tabletten nehmen wird dich nicht da hochbringen. Andere Leute werden dich nicht da hochziehen können. Das ist dieses alte Kindheitsgefühl. Wenn du denkst, jemand anderes muss mich hochziehen, ich kann das nicht. Andere Menschen können dich nicht hochziehen. Du musst es aber auch nicht alleine schaffen. Also sagen wir mal so, es ist wie beim Klavierspielen lernen. Ich vergleiche das immer so gerne. Ja, du kannst nur Klavierspielen lernen, wenn du dich selber jeden Tag hinsetzt und deine Tonleitern übst. Das kann dir keiner abnehmen. Aber alleine schaffen musst du das auch nicht, sondern du hast einen Lehrer, der ab und zu mal da sitzt und dir zeigt, wie es geht. Dafür sind Therapeuten oder andere Menschen, wie auch immer, oder YouTube-Videos zum Beispiel da, um dir zu zeigen, wie es geht. Du musst das nicht alleine schaffen, aber du musst es selber schaffen. Ja, das ist der Punkt. Und ich glaube, bei mir war das so, dass meine Wut auf die Leute mit ihren blöden Kommentaren, mir hat das so geholfen, dann zu sagen, so und jetzt erst recht, ihr Blöden mit euren blöden Kommentaren, ich schaff das jetzt. Wir hatten das auch schon in den Erfolgsinterviews mit der Ela und der Judith. Ich glaube, die haben sowas Ähnliches erzählt, dass die Wut, die aufkam, eine Antriebsfeder war, das durchzuziehen und zu sagen, so und jetzt mache ich das. Ja, also, wenn du dich bei hoffnungslosen Gedanken ertappst, mach dir bewusst, es ist nur ein Gedanke, es ist nur ein Gefühl, es ist nicht real. Glaube nicht alles, was du denkst. Ja? Und noch so ein ganz kleiner Geheimtipp von mir. Es gibt einen Film, in dem diese Brunnenszene dargestellt ist, der mich sehr bewegt und berührt hat, nämlich Batman, wie hieß der nochmal? The Dark Knight Rises. Ich habe ja so pubertierende Jungs und muss mir immer diese Filme angucken, diese Actionfilme. Und da gibt es genau diese Szene drin. Vielleicht magst du es dir ja mal angucken, wo Batman in so einem tiefen Brunnenschacht irgendwie in so einem unterirdischen Gefängnis drin ist und die anderen, also das ist so mit so hohen Wänden irgendwie, dadurch sind die gefangen. Und er versucht dann irgendwie und schafft es nicht. Und die anderen Leute im Gefängnis sagen immer, ey, vergiss es, wir haben das auch alle schon versucht, da kann man nicht hochklettern. Und Batman denkt sich aber, das kann nicht sein, ich schaffe das. Und dann trainiert er und seine Muckis und dann versucht das und versucht es so lange, bis der aus diesem Brunnen rausgeklettert ist. Das hat mich sehr bewegt und beeindruckt, diese Szene, weil die so tiefgründig ist und weil die für mich das einfach dargestellt hat, dass man Hoffnungslosigkeit überwinden kann, dass niemand darin gefangen bleiben muss. Man kann das schaffen. Okay, ihr Lieben, wie immer dürft ihr mein Video gerne liken oder teilen oder meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr mal mit mir arbeiten möchtet, geht auf meine Website www.seelenklopfen.de oder direkt auf meinen Online-Kalender unter terminland.de/seelenklopfen. Bucht euch einfach mal einen Termin für eine Coaching-Sitzung und dann gucken wir, ob ich dir helfen kann. Alles Liebe. Tschüss.